Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marsch Map 3.1 ohne Gräben. Standardkarte. Und ich habe vergessen, hier den Abfahrer wieder einzustellen, glaube ich. Weil er sich natürlich mal wieder vorhin voll im Weg gestellt hat. Gucken wir mal. Ja, Traktorläufer, sitzt aber kein Helfer drin, also ist da auch kein Abfahrer drin. Also stellen wir einen Helfer ein. So, sehr schön. Der macht das. Und inzwischen sind auch schon zwei andere meiner Drescher fertig geworden. Mit denen wollte ich dann gleich das andere. Mit einem davon möchte ich gleich das Feld vor uns abfahren. Was ich aber vorher mache, ist, oh, das hat funktioniert, super. Ich hätte aber so keinen Abladepunkt setzen brauchen. Wollen wir mal hoffen, dass mit Abladepunkt setzen auch funktioniert. Und was ich jetzt hier mache, ich entlasse jetzt hier diesen Fahrer. Muss mich mal eben räuspern, ich schalte mich mal ab. So, da bin ich wieder. Und ich fahre jetzt mal einen Abfahrkurs ein für dieses Feld. Das kann ich ja schon mal machen. Schadet ja nicht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Man soll ja immer einen Punkt nehmen, der von allen Ecken des Feldes oder von überall auf dem Feld gut erreichbar ist. Und mache ich jetzt mal, das ist ja dieser hier. Damit fahren wir jetzt auch zur Dieselproduktion. Muss ich mal gerade hinter die hintersetzen. Ja. Ah, wenn das mal nicht schief geht, naja. Wir fahren zur Dieselproduktion. Und bringen da etwas Material hin. Das ist dann auch das letzte Feld, was wir tatsächlich noch ernten müssen. Heißt also, es kommt ganz gut hin. Wir werden das wird noch drei Folgen geben. Also, nein, stimmt nicht. Das hier ist diese hier und noch zwei wird es geben. Also wir haben heute Mittwoch. Dann gibt es Donnerstag und Freitag noch eine Folge auf der alten Karte. Und ab Samstag sind wir dann auf der Vierfach-Map. Können dann mal schauen, was wir da so alles anstellen auf der Vierfach-Map. Das war vielleicht nicht der klügste Weg, den ich hier gewählt habe. Merke ich jetzt selber. Aber kann ich gerade nicht ändern. Habe ich ihn gewählt, dass ich damit klarkomme. Und ein einsamer Drescher auf weiter Flur. Das ist ja schön, dass das hier alles so klappt. Produziert da kein Speiseöl oder ist die Produktion so langsam? Das habe ich ehrlich gesagt noch nie beobachtet.
Oh. Entschuldigung, ich war gerade etwas abgelenkt. Sind wir wieder hier auf dem Feld und von hier lassen wir mal die Kursaufzeichnung enden. Ich muss das Spiel mal ganz kurz unterbrechen, das werdet ihr aber gleich durch einen Schnitt dann sehen. So, da sind wir wieder. Sorry. privat, ganz, ganz wichtiger Telefonanruf, aber für euch hat es ja keine großen Auswirkungen. Da ihr ja das sozusagen gar nicht mitbekommen habt, wie lange wir wirklich gestanden haben. Weil ja, ich gerade durcheinander bin. Feld 6 sind wir, okay. Weil ich ja auf Pause hatte und euch natürlich rausgeschnitten habe. Feld 6 Diesel, alles klar. Den müssen wir jetzt natürlich mal ein bisschen aus dem Weg stellen hier. Den Fahrer, den Vogel. Einmal quer durchs Feld laufen. Mal gucken. Zu unseren Dreschern. Oder zu unserem Drescher. Ja. Oh, Mock sieht aus. So. Und dann wollen wir mal eine Kursberechnung starten, was? Feld 6. Startposition Nordost, Startrichtung Süden. Hier können wir auch 5 Vorgewende machen. Aha. Fahrzeuge auf demselben Kurs, 2 Stück. Wie weit ist er denn hier? Boah, eine Bahn noch, würde ich sagen. Können wir mal berechnen lassen. Okay, was auch immer das nachher wird da in der Mitte. Es kann nur schief gehen. Er fährt links. Ich stelle ihn hier schon mal hin. Erster Wegpunkt. Sehr schön. Jetzt gucken wir bei dem anderen mal. Ihm hier können wir schon mal voraus.
nochmal komplett sagen, dass er automatisch einen Drescher finden soll. Das ist schon mal ganz gut. Im Moment brauchen wir ihn noch nicht. Jetzt suchen wir uns mal den anderen Drescher, der hier oben steht. Ne, der den können wir gleich wegbringen. Der ist auch gleich fertig. Naja, nee, gleich ist er noch nicht fertig. Das dauert noch eine ganze Zeit. Aber der hier ist gleich fertig. Der macht noch eben seine eine Runde, seine eine Bahn gleich. Und dann setze ich ihn mit auf den anderen. Ja, gucken wir einfach mal zu, oder? Oder findet ihr das jetzt voll schlimm? Wo ist denn unser Abfahrer? Okay. Er bringt hier schön Weizen zur Brauerei ohne Ende. Bei einer Brauerei vorbei. Weil mit Bier machen wir ja doch echt viel Kohle, kann man ja sagen. Muss man ja wirklich. Moin. So, war er schon hier zum Abkippen? Naja, geht auf. Sehr angenehm. Sehr schön. Das läuft. So, Stoffrollen, die können wir gleich noch verkaufen. Okay. Fährt jetzt nochmal zurück, oder wie? Dann lassen wir nochmal den Abfahrer zwischen dem Kurs. Wir wollen nicht zurückfahren, leer, und dann die Strecke nochmal fahren. Können wir direkt. Uns ja auch selber eben schnell reinholen hier. Ja, aber das geht ja auf zeitlich, das ist ja sehr schön. Wenn wir dann morgen und übermorgen noch eine Folge haben, können wir die Fahrzeuge nur noch zum Hof zurückbringen. Wir müssen da gleich noch das eine Feld ernten. Und dann haben wir einen schönen Abschluss auf der Standardkarte. Nicht sehr, sehr angetan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann sich hier nur noch um Stunden handeln. Wahrscheinlich habt ihr schon 1000 Let's Play Videos auf der Vierfachkarte gesehen. Ich habe jetzt einfach die A-Karte, dass ich noch nicht wechseln kann. Aber das ist dann eben so. Wäre jetzt auch kein Drama. Einfach nur schade.
die Zuckerproduktion läuft auch sehr schön. Jo. Hier ist mein Abfahrer. Der ist schon da. Nein, warum nicht? Ja, wo bleibt er denn? Da ist Aktie und steckt im Verkehr fest. Ja, da, logisch. Kein Wunder, habe ich ja auch selten dämlich dahingestellt. Wobei, eigentlich ist es egal. Wo kann ich jetzt mir hier einen Kurs kopieren? Nee. Und Serien. So. Sehr schön. Haben wir zwei Stück. Muss ich nur noch zum Drescher kommen. Da ist er. Braucht ihn ja gar nicht jetzt abtanken. Macht ja keinen Sinn. Also was heißt macht keinen Sinn? Aber muss nicht. Kann ihn ja. Kann ihn ja hier hinstellen. Und hier dann gleich dreschen. Kurs kopieren. Exion, 1,3 Kilometer. Ja, cool. Und das jetzt geht, bin ich ja schon einigermaßen begeistert, muss ich ja sagen. Ein schöner Himmel. So. Wartet er jetzt? Wartet wahrscheinlich einfach darauf, dass ein bisschen Platz ist. Ja, das ist doch schön. Haben wir das auch im Gang? Letzte Feld. Und es wird gut. Alles wird gut. Hätten wir wahrscheinlich auch mit einem abtanken können, aber jetzt haben wir zwei hier oben. Dann machen wir es auch mit zwei. Müssen wir die nur nachher noch alle zum Hof zurückbringen. Dann wird das schon werden.
mal sagen. Hat er jetzt schon abtanken? Nix ist. Oh, wobei 80%. Naja, tatsächlich. Ja, der war ja nicht leer, ne? Natürlich, klar. War das nicht so einfach. Was hast du hier für ein Problem? Was verstehst du daran nicht, hier abzufahren? Einstellen. So, und der andere hat 89% Raps. Meinst du nicht, dass du da mal hinfahren solltest? Hört dich hier munter, um den Kreis zu drehen? Mann, du Nerv. Aber vollends. So, der andere ist gleich voll, der bleibt gleich stehen. Aufs Dach kippen. Na, geht nicht. Schöner Mist. Ich kann hier mich nicht bewegen. Ich muss hier ein Stück vorfahren. Geht nicht anders. Sehr schade, dass das noch, dass das jetzt so floppt. Hätte ich mir auch anders vorgestellt. Muss ich hier erstmal durchfahren und muss dann gleich zurückfahren. Das dann noch dreschen. So, komm. Und Tank ab.
klappt das. Achso, ja, er wartet jetzt, dass er genug Platz hat. Wahrscheinlich. Bisher. So. Was stimmt mit dir nicht, mein Freund? Ja, das soll wohl jetzt in sozialistischen Gang gehen, ja? Ja, wäre schon schön. So, und er ist fertig. Wo hab ich denn... Ach ja. Ich erinnere mich. Den Schneidwerkswagen. Da oben brauche ich ihn. Na ja, da. Nimm ich mal schön. Ich hätte ja eigentlich ganz gerne so eine Durchfahrhalle, wo ich mit dem Drescher reinfahre und dann die Schneidwerkswagen einfach so hinten dran lassen kann. Mal gucken, vielleicht wenn wir die Vierfach-Map haben. Ja, wobei, ich habe ja so viele Hallen. Was soll ich mit noch mehr Hallen? Wäre ja auch eigentlich Schwachsinn. Das lassen wir mal hier liegen, das machen wir gleich alles schön mit dem Traktor. Ja, den gucke ich mir gleich an. Ich habe gar keinen Platz hierfür. Ja, noch mehr. Platz. Unfassbar. Oh. Oh. Unfassbar. Ja, wobei... Mal zusammenklappen. Thank you.
vorne passt der Beckham auch nicht zwischen. Ja, müssen wir mal ein bisschen aufräumen hier. Dichter. Dann die Wand fahren. Wie viel denn unsere Maschinen alle hier im Moment halt haben? Und damit ist dann hier auch Ende Gelände. Kann man so sagen. Jetzt noch den Big M, der auch dreckig wie Tier ist. So, sieht doch schon besser aus. Das heißt, hier haben wir dann auch noch Platz für drei weitere große Klars. Sehr schön. Obwohl drei weitere große Klars. Wie weit sind wir denn hier? Hammer. Kann man nicht anders sagen. War jetzt nicht mehr direkt ein Verbund und es bleibt auch irgendwie jede Menge stehen, aber hey, da, das sei jetzt mal so. Ich wollte noch Sachen verkaufen und zwar wollte ich diese komische Schleppstange verkaufen, wenn ihr versteht, was ich meine, wo ich mal dran vorbeigefahren bin. Für ein Big M. Mann, habe ich viele Ackerschächte. Da. Kaufen. Ja, das brauchen wir nämlich nicht. Meine ganzen M82 Trailer, auch schön. Ja, das passt alles. So, mega lange Folge. Mega lange Folge. Das soll's gewesen sein. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, einen Kommentar, abonniert mich. Noch mehr freue ich mich natürlich, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Bei der vorletzten Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marsh-Map. 3-1 ohne Gräben in der Standardvariante. Danach am Samstag wechseln wir auf die Vierfach-Map. Und in diesem Sinne sage ich dann Ciao.